Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich nehme nur mal eben zwei Folgen so auf. Ein was trinken. Was können wir denn noch in der Zeit Sinnvolles machen? Ich glaube, ein bisschen Holz holen geht eigentlich immer, ne? Ja, mal gucken, ich habe hier doch noch bestimmt Steine. Eigentlich würde ich normalerweise... Keine Plant Fibers? Kann ich mir nicht vorstellen. Egal, die holen wir uns draußen. Eigentlich würde ich normalerweise die Folge... komm her, mach mal so. Reicht. Stone Axe. Oh, komm, Junge. Also wir werden jetzt wahrscheinlich eine Nacht zusammen verbringen. Ich würde es mal so sagen. Kommt für den einen oder anderen vielleicht überraschend. Hey, nett. Oh, ein Poncho. Sehr schön. Die Steinaxt. Ja, das hat seinen Grund, warum ich die Feueraxt wegpacke. Die wird eingeschmolzen. Da komme ich gleich mal zu. Wir haben in der Nacht ja viel Zeit zu erzählen, denke ich mir. Ich kann jetzt gerade nur zwei Folgen aufnehmen. Die mache ich jetzt auch einzeln. Du kannst mich auch vernünftig verabschieden und euch begrüßen und so. Und das geht sich dann relativ gut aus. Wir hatten jetzt so knapp 19 Uhr, 50 Minuten Folgen, so zweimal 20, 25 Minuten. Dann passt das noch zur Feralhorde. Weil die kann ich jetzt nicht machen. Das geht zeitlich nicht. Das geht aber auch nur, wenn ich die Nacht aufnehme. Dann müssen wir es halt machen. Also ich werde mir mal ein paar Kisten hinstellen und die mal oberflächlich sortieren. Ich will hier aber auch gar nicht bleiben. Ich möchte nach der Feralhorde direkt mal weiterziehen und mich wirklich mal großflächig in dem Gebiet umgucken, weil ich bin mit der Situation insofern unglücklich, dass ich habe ja nicht mal einen Plan, wo ich bauen will. Und das gefällt mir nicht. Also hier scheint es ja auch noch ein bisschen grüner zu sein. Aber vielleicht rennen wir einfach mal eine Wanderhorde oder rennt dann einzelner hinten entlang. Die Wanderhorde wäre jetzt nicht so cool. Nehmen wir den da noch mit hier. Kannst auch nicht durchgucken, ne? Wenn da jetzt irgendwas von hinten kommt, ist es vorbei, ne? Ich hab immer noch keinen Hunger. Ist ja unglaublich. Ich muss doch mal ein Antibiotikum mal nehmen können. Na, vielleicht kriege ich ja Hunger, wenn ich ein bisschen friere. So, jedenfalls, ich will eine Fläche finden. So eine Riesenfläche brauche ich gar nicht. Ich habe mir nochmal aufgemalt, hier in Google Tabellen, was ich bauen möchte. Das musste ich nochmal überarbeiten. Und ich brauche für das Erdgeschoss, für das Erdgeschoss, in dem ich dann aber nicht bleiben kann. Das Erdgeschoss ist eigentlich nur zur Zombie-Bekämpfung gedacht. Alleine 4730 Steine und Clay, weil ich es komplett in Kobbel bauen möchte. Das ist der Hintergedanke dabei. Also das ist schon inklusive Cobblestone-Aufrüstung. Ich kann natürlich auch erstmal nur mit Flagstone leben. Aber, der hält halt auch nicht so viel aus. Ne? Und Cobblestone ist, glaube ich, schon eine ganz gute Wahl. Ich, will auch nicht so weit weg, wenn es geht. Ich müsste mir ja alle Sachen wiederholen dann. Das ist so eine... Ich hänge die da mal an die Wand. Ich finde das gerade viel praktischer. Auch wenn... Ja, okay, warum nicht? So, dann gucken wir mal. Wir packen hier mal alles rein, was irgendwie mit Waffen zu tun haben könnte vielleicht. Und was können wir hier mal reintun? Material und sowas. Das wäre meine Idee. So. Das könnten wir nicht mal machen. Ja, auch die Woodframes. Gott, warum nicht? So.
Okay. Waffen und Werkzeuge. Warum nicht? Können wir doch da unten mal reinmachen. Also das hält ja so keiner mehr aus. Ich finde ja nichts mehr wieder hier drin. Das ist alles andere als schön. Und auch wenn ich jetzt bald umziehe, bis dahin, ich kriege ja eine Krise und die ja auch. Also das kann man ja auch niemandem mehr zeigen. Das ist mein altes Problem. Das ist ja immer so. Das ist ja nichts Neues. Also da dürfte jedenfalls keiner von euch jetzt ernsthaft überrascht sein, dass es mein Kisten so aussieht, wie es aussieht. Steinschaufel, Steel Pickaxe. Nochmal Schaufeln. Die Schaufeln sind gut. Ach ja, richtig. Der Zetlina Sera, der hat nochmal eine umfangreiche Ausarbeitung gemacht im 7 Days to Die Forum. Und hatte mir eben auch kurz davon geschrieben. Ich habe mir das dann sehr interessiert durchgelesen. Viele sind am Schimpfen wegen... das mit der Ausdauer und so, das funktioniert, wir können da Werksteige da auch noch reinpacken. Das macht dann ja Sinn. Das funktioniert ja gar nicht und das wäre ja alles so schlecht. Also so viele schimpfen halt sehr stark über die Ausdauer. Da würden diverse Sachen nicht stimmen und das ist halt erstmal nur so Feststellung. Das Forum ist da wohl voll von Klagen drüber. Und das hat er zum Anlass genommen, das mal genauer zu untersuchen. Man kann ja jetzt auch nicht ausschließen, dass die Fumpims dann da doch mal wieder irgendwo über die Stränge geschlagen haben. Und also es sieht so aus, ich habe ja auch von dieser Ausdauertabelle erzählt, die da jemand gemacht hat. Ja, die gibt es, aber er hat wirklich nur die Ausdauer berücksichtigt. Ne? Und das ist... Also, und den Schaden, den die Gegenstände machen, also die Waffenzimmer, also die Steinaxt und sowas. Und das ist eigentlich von der Idee her recht uninteressant, wie viel Schaden es macht. Es kommt darauf an, wie viele Ressourcen da rauskommen. Das interessiert dann ja eigentlich, ne? Und das kommt da mal hin. Und die kommen mal dahin. Da haben wir noch nicht wirklich viel. Das sieht alles sehr übersichtlich aus. Dann machen wir das hier so fürs Minibike. Gucken wir mal so, was kostet eigentlich so ein Reifen? 170 schon? Also gut, den kriege ich ja nicht. Den kriege ich ja nicht wirklich vom Händler. Aber okay. So, den Krams können wir mal dahin packen. Nägel und so. Ja, so viel habe ich ja nicht. Kohle passt dahin. So, und wie gesagt, also eine Steinschaufel, er hat das immer gemessen für, wie viel Ressourcen kriegt man für eine Ausdauer und dann halt eben auch respektive für 100 Ausdauer hochgerechnet und kam da zu interessanten Ergebnissen. Also man kriegt für 100 Ausdauer mit einer Steinschaufel schon gut weniger Material als, schade. Ja, dann lassen wir das doch hier drin. Als mit einer Eisenschaufel oder mit einer Steinschaufel. Die bringt dann natürlich am meisten. So würde man das eigentlich auch erwarten. Bei der Pickaxe funktioniert das auch soweit. So gut. Wo es dann nicht mehr funktioniert, ist bei der Fireaxe. Da haben sie irgendwie Mist gemacht. Weil die Feueraxe verhält sich so, dass die Eisenfeueraxt, wenn man damit auf Holz schlägt, kaum mehr Ressourcen bringt. Also erstmal bringt sie weniger Ressourcen ein für 100 Ausdauer als mit einer Steinaxt. Eine Steinaxt, er hat das auf Level 1 getestet mit 25er Waffen. Eine Steinaxt Level 25 bringt dir deutlich mehr Ressourcen für 100 Ausdauer ein, wenn du auf einen Baum schlägst, als eine Eisenfeueraxt. Stahl bringt dann schon wieder sehr, sehr, sehr viel mehr ein, so wie es auch sein sollte. Und dieses Missverhältnis, kann man ja quasi schon von reden, besteht bis Item Level 475, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also dieses Missverhältnis besteht sehr lange. Ja, ich weiß auch nicht, was ihr seht, ihr erkennt schon, ich weiß nicht genau, was ich gerade hier mache, ne? Ist aber auch nicht so schwierig. Ich weiß aber nicht, wohin mit dem Krams. Ich kann mich gar nicht. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. So ist gut. So ist schön. So ist super. So kann ich mitleben. Das nehme ich vielleicht noch aus, ja.
So, und ja, von daher kann ich eigentlich nur jedem abraten, mit einer Feueraxt noch momentan irgendwas zu machen. Ich rechne, so wie ich die Funpimps einschätze, rechne ich auch nicht damit, dass die das irgendwann mal fixen. Also vielleicht in der nächsten großen Alpha, aber ich glaube nicht, dass sie das mitkriegen, auch wenn man es denen schreibt. Und wir kennen die ja, ne? Ist ja jetzt nichts Neues, sag ich mal so. Ja, ich weiß. Ich kann auch schon mal böse über die Jungs reden, aber manchmal fragt man sich ja auch, sag mal, warum müsst ihr eigentlich immer Sachen kaputt machen, die vorher super funktioniert haben? Das kann man sich ja schon fragen. So, jetzt sind wir hier auch gleich fertig mit Sortieren. Ich habe mir noch kein System zurechtgelegt, wie ihr merkt. Aber so langsam tut sich da ja was. Kriege ich denn jetzt mal Hunger? Danke. Dann kann ich ja gleich mal die Ausdauergeschichte da anpassen. So, das kann da rein. Das muss hier auch mal eben ein bisschen umsortiert werden. Die Pfeile, die Schaufel, das muss da wieder raus. Das gehört da überhaupt nicht rein. Sortieren wir das mal. Was haben wir denn da noch drin? Das gehört da alles nicht rein. Aber wirklich sowas von gar nicht. Ah, jetzt weiß ich ja, wo meine Plant Fibers hin sind. So. Also den können wir ja mal eben umwandeln in Corn Seed. Passt. Da sollten ja die Seeds rein. Dann können wir dann auch Medikamente und Sachen, die wir für Medikamente brauchen, reinpacken. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann habe ich da so ein... Oh, ey, nicht verklicken. Es ist die einzige Kartoffel, die ich habe. Wer weiß, wann die nächste nochmal dazu kommt. Das kann ja vielleicht doch noch ein bisschen dauern. Den Alkohol packen wir da mal rein. Was kostet eigentlich so ein Bloodwork-Kit? Okay, krass. Das ist ja mal beachtlich, sage ich mal so. Die Blaubeeren können wir auch mal eben umwandeln. So, dann haben wir hier das Wasser. Das ist fertiges Wasser. Das deckt ja hoch. So, dann können wir das hier mal so ein bisschen umsortieren. Hier unten die Dosen rein. Das kommt da noch rüber. 14 Gläser. Das kann weg. Da hätte man vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit mehr machen können. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. So. Das kommt dahin und ich glaube, dann sind wir hier aber auch mit durch. Ne? Multibread. Ja, das ist egal. Das mag man eigentlich an keine Stelle tun. Irgendwo muss es rein. Okay, draußen wird gelaufen. Und ab und zu auch mal gegen die Tür geschlagen anscheinend. Ich sollte mal in die Hocke gehen, wenn ich sowas mache. Jetzt habe ich mal ein Holz drüben gelassen, ne? Ist natürlich doof. Was für eine Überraschung. Da war es ja wirklich drin. So, da kann das Blumel rein. Eine Schatzkarte hatten wir schon. Dann kann das Shotgun Barrel da noch mit rein. Die Schaufel. Oh ja, mit so vielen Schaufeln. Die würde ich einschmelzen gerne. Und bei denen weiß ich es nicht. Muss ich mal gucken. Eine Stahlpickaxe. Iron Pickaxe. Das ist, die habe ich mir hergestellt. Die können wir eigentlich auch einschmelzen, oder? Ja, reparieren kann ich sie nicht. Block Damage 57, 55. Nö, die können wir noch nutzen dann. Die können wir eigentlich alle noch ein bisschen nutzen, bis sie verbraucht sind und dann einschmelzen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. So. Du gehst zum Händler. Du bist echt wertvoll. Ja, habe ich leider noch nicht gelesen. Kein Buch. Den will ich auch verkaufen. Recipe Known. Warte mal. Ah ja, ich kann ihn auch wirklich. Habe ich heute auch in den Kommentaren drin stehen gehabt. Den Hinweis, nee, weil du kannst Bücher nicht mehr doppelt lesen. Das finde ich fast ein bisschen schade, aber okay, ist halt so. Das Öl sollte hier noch rein. Das ist ja auch
Elementar wichtig. Und die Eisenpfeile brauche ich auch gerade mal nicht. So, okay. Wir können mal gucken. Ja, Feralhorde, so schlimm kann die nicht werden, denke ich mir. Also sprach's und starb, ne? Wir werden mal gucken, wie das läuft dann mit der Feralhorde. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs dann so hier anstellen werden. Hier habe ich nichts reingeschmissen, ne? Nein. Jetzt muss ich gerade leider warten. Ich könnte natürlich versuchen, ein bisschen Mining zu leveln, indem ich hier mal ein paar Steine abbaue. Das können wir noch machen. Dann können wir ja die Steel Pickaxe dafür nehmen. Welche Wand hauen wir denn mal ein? Welche brauchen wir denn nicht? Ich meine, die sieht ja sowieso kaputt aus, die Wand. Spider-Zombies dürften hier nicht kommen, ne? Soweit mich nicht alles täuscht. Guck mal hier, schon hochgelevelt. Das geht ja schnell in dem Spiel. Spiders dürften ja eigentlich nicht kommen. Wobei, es hängt voll wieder vom Level ab, ne? Ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt gelevelt habe vom Verhältnis her. Ja, funktioniert doch. Funktioniert doch. Ich hatte irgendwo in den Kommentaren, das war aber nicht bei mir gelesen, dass jemand geschrieben hat, Honig heilt jetzt keine Infektion mehr. Ich hatte das auch mal mit in Friends, dass ich einen Honig genommen habe und der hat die nicht geheilt. Obwohl die an Tag 1 war, da gab es dann ja noch Debatten, so von wegen, nee, Will, du musst so an Tag 1 sein. Ja, es war aber doch Tag 1. Und ich muss noch was trinken. Ich habe hier... Ich muss mit dem Wasservorrat ein bisschen höher kommen. Weil ich ab 50% trinken kriegt der Malus auf die Ausdauergeneration, Ausdauerregeneration. Ach, guck mal, ist ja Nacht, ist ja gleich schon rum. Krass. Ja, dann. Ich überlege jetzt, ob es überhaupt Sinn macht, für mich Spikes herzustellen oder nicht. Wir könnten es mal gucken. Ich glaube, ein paar könnte man mal herstellen. Doch, haben sie es wieder runtergesetzt. Das war mal 100, ne? Oder? 12 Spikes. Ist ja jetzt auch nicht viel, ne? Es war mal 100. Na komm, dann lass uns doch gleich mal ein paar Bäume fällen. Das läuft hier noch so vor sich hin. Wir nehmen hier mal die Hälfte raus und schalten es wieder an. Pfeile haben wir auch noch. Wir könnten uns auch noch welche herstellen. Dann ist doch gut. Dann lass uns mal ein bisschen Holz holen. Ich bleibe bei der Horde nicht in dem Haus. Ich würde wahrscheinlich in das Haus da vorne gehen. Und dann kann ich da ja auch noch ein paar Spikes aufstellen. Das kann nicht schaden. Wurde mir da eben irgendwo ein Vogelnest angezeigt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich dachte, ich hätte auch was gelesen. Mir ist vorhin, ich habe vorhin mal ein bisschen rumgespielt auf meiner Probemap, wo ich gebaut habe. Also ich habe mal einen Probebau gemacht für das Haus, so um zu gucken, ob mir das auch so gefällt oder nicht. Da habe ich mal mit der Feralhorde rum experimentiert und es war lustig. Ich hatte dann irgendwie so auf Nacht gestellt halt, ne, so an einem siebten Tag. Und da lief dann um 20 vor 10 lief eine Wanderhorde durchs Bild. Quasi direkt an mir vorbei. Die haben mich interessanterweise überhaupt nicht bemerkt. Aber okay, gut. Es war dunkel, die sind auch kurzsichtig und ich habe mich leise verhalten. Und dann dachte ich mir schon, nee, pass mal auf, wenn da jetzt eine Wanderhorde kommt, dürfte ja vielleicht die Feralhorde nicht mehr funktionieren. Es gab ja in mehreren Alphas mal diese Probleme, dass die Horden sich dann gegenseitig so immer ausgeschaltet haben. Das war nicht ganz so. Es hat sich dann so verhalten, dass die haben mich nicht entdeckt. Und um Punkt 22 Uhr gingen die dann sowieso gerade vor mir waren, direkt in den Hunted-Modus über und sind alle zu mir rübergekommen. Das fand ich eine interessante Mechanik. Gar nicht mal so schlecht.
Deshalb, ich weiß nicht, ich hatte auch die Zeit vorgespielt zum Testen. Vielleicht war die Wanderhorde schon gespawnt und war schon am Laufen oder sowas. Ich habe jetzt gar nichts darüber gelesen. In der Alpha 15 war es ja so, dass man am Tag 6 und Tag 8, also im Tag davor und danach, keine Wanderhorden bekommen hat. Naja, wir werden mal gucken, ne? So. Jedenfalls muss ich sehen, dass ich hier bis 22 Uhr fertig bin, aber das wird sich zeitlich ganz gut ausgehen. Okay, dann reparieren wir die doch einmal eben. Dann lasse ich mich ja nicht von aufhalten, ne? Warte, mal gucken, wie viel Holz ich da gerade so rauskriege. So viel dürfte es ja nicht sein. Nee, nicht so wirklich. Machen wir Spikes, ein paar. Kraft 16. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Weil die Anzahl haben sie wahrscheinlich runtergedreht, weil 100 wäre jetzt mit der jetzigen Ressourcenverteilung echt mal ein Bau gewesen. Ansonsten nehme ich mir vor, Pläne können sich auch ändern, aber ich nehme mir eigentlich vor, dass ich nicht so die übliche Spielweise wie alle anderen, die ganzen letzten Alphas auch, also mich eingeschlossen, jetzt an den Tag lege. Ich werde mich also nicht mit Spikes einmauern. Jedenfalls nicht in großer Menge. Ich sag mal, ein oder zwei Reihen-Spikes wird man wohl zwangsläufig nehmen müssen, allein wenn Kreischer kommen. Weil da ist es wichtig, dass die Kreischer möglichst von alleine sterben, während man da in seinem Häuschen ist. Gerade wenn die nachts kommen, dann brauchst du ein paar Spikes. In der Hoffnung, dass das was bewirkt. Aber so die Geschichte mit, wir machen da jetzt unsere fünf Reihen wieder, die wollte ich halt nicht nehmen. Das bedeutet aber schlichtweg auch, dass ich andere Verteidigungsmechanismen brauche. Und ja, da will ich mal gucken, was wir da so mit Strom machen können. Die stehen mir halt nur auch nicht unbedingt direkt am Anfang zur Verfügung. Und es ist halt auch so eine Sache. Hier oben war ich überhaupt noch nicht, ne? Oh Gott. Lady. Ich hatte letztens erst ein Thumbnail mit dir. Eine Kartoffel kann Leben retten. Sehr schön. Ich mache hier nochmal ein Foto eben. Ich habe jetzt sonst überhaupt gar kein passendes Foto. Also auch nicht mal ein unpassendes. Irgendwas muss man ja machen. Na, viel ist hier oben ja nicht. Dann gehen wir nochmal runter. Da waren wir ja schon drin. Aber wir waren hier nebenan noch gar nicht drin, ne? Bleibt sie auch noch stehen. Jetzt habt ihr nicht so. Was bist du überhaupt so nackig? Dann nicht. Dann mal jetzt erstmal die Tür aufheben. So, und ich werde mich jetzt aber schon mal wieder. Doch von euch verabschieden. Meine Güte, du wächst doch alle auf. Du hältst mir aus, was? Boah, was hat die denn? Die ist ja übel drauf. Guck mal, die ist ja tätowiert. Das kann ich aber nicht posten, das Bild, ne? Nee. Da muss ich pixeln. Wir gucken mal, was wir damit machen. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.